30% grenzenlose Freiheit, Junior Post, Trump am Monatsticket. Gruppen und Verein. Auf Gleis 9, Durchfahrt eines Sonderzuges. Vorsicht am Bahnsteig. Wohin bitte? Na, zu meinem Bruder. Der feiert goldene Hochzeit. In Schaftlach. Hin- und Rückfahrt? Ich fahre sicher wieder zurück, aber wann? Naja, die Rückfahrkarte gilt 2 Monate lang. Also, so lange bleibe ich nicht. Wissen Sie, ich habe mich mit meinem Bruder ja immer ganz gut vertragen. Aber so lange? Nee. Aber Sie bleiben doch sicher bis zum nächsten Sonntag. Aber sicher? Dann käme nämlich eine ermäßigte Fernrückfahrkarte für Sie in Betracht. Ist die billiger? Circa 15%. Gilt aber nur für Strecken über 201 Kilometer. Aber das ist ja bei Ihnen der Fall. Und dann kann die Rückfahrt nicht vor dem nächsten Sonntag angetreten werden. Vorher fahre ich nicht. Alter Mann ist doch kein D-Zug. Na, so alt sind Sie noch gar nicht. Immerhin über 70, junger Mann. Donnerwetter. Ach, das hätte ich nicht gedacht. Naja. Bisschen alt für einen Juniorpass. Aber da wäre doch ein Seniorenpass genau das Richtige für Sie. Was ist denn das? Was habe ich davon? 50% Ermäßigung. Sie kaufen jetzt einen Seniorenpass und damit bekommen Sie auf den normalen Fahrpreis 50% Ermäßigung. Ein Jahr lang. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind heute mit einem praktischen Tipp für Bahnfahrer eingestiegen. Aber das ist natürlich nicht das eigentliche Thema unserer Sendung. Bei uns soll es heute wieder um Funktionen gehen. Wir werden speziell solche Funktionen betrachten und miteinander vergleichen, die Wachstumsvorgänge beschreiben. Und damit hat auch unser Anfangsbeispiel etwas zu tun. Onkel Fritz fährt öfter mit der Bahn zu seinem Bruder. Ohne den Seniorenpass muss er für jede Fahrt 50 D-Mark bezahlen. Mit dem Seniorenpass nur die Hälfte, also 25 D-Mark. Diese Vergünstigung kann er ein Jahr lang in Anspruch nehmen, allerdings nur, wenn er sich zuvor für 110 D-Mark den Seniorenpass zugelegt hat. Macht sich diese Anschaffung für Onkel Fritz bezahlt? Ob er mit dem Seniorenpass Geld spart, wollen wir nun genauer untersuchen. Bei wenigen Fahrten ist es ohne Pass sicher günstiger. Bei sehr vielen Fahrten dagegen rentiert sich der Seniorenpass. Die Frage ist, ab wie viel Fahrten ist es mit Pass billiger? Probieren wir es aus. Der Seniorenpass kostet 110 Mark. Das heißt, ohne überhaupt zu fahren, muss man schon 110 Mark bezahlen. Für eine Fahrt kommen dann 25 Mark hinzu. Das macht insgesamt 135 Mark. Und so geht es weiter. Für jede Fahrt kommen 25 Mark dazu. Nun zum Vergleich die Preise ohne Seniorenpass. Wenn man nicht fährt, braucht man natürlich nichts zu zahlen. Eine Fahrt kostet 50 Mark, zwei Fahrten 100 Mark und so weiter. Für jede Fahrt kommen 50 Mark hinzu. Die Antwort auf die Frage, ab wie viel Fahrten ist es mit dem Pass billiger, kann man an diesen beiden Graphen ablesen. Bis einschließlich 4 Fahrten pro Jahr ist es noch billiger ohne Pass. Und bei 5 Fahrten und mehr rentiert sich der Seniorenpass. Schauen wir uns doch die beiden Funktionsgraphen noch einmal an. Vielleicht ist Ihnen dabei schon etwas aufgefallen. In beiden Fällen liegen die Punkte auf einer Geraden. Es handelt sich hierbei also um die Graphen zweier linearer Funktionen, wie Sie sie bereits in der letzten Folge kennengelernt haben. Der Preis wächst linear mit der Anzahl der Fahrten. Man spricht deshalb auch von linearem Wachstum. Die Steigung der Geraden entspricht jeweils dem Preis für eine Fahrt. Hier kommen pro Fahrt 50 D-Mark hinzu und hier pro Fahrt 25. Der Y-Achsenabschnitt entspricht den 110 D-Mark für den Seniorenpass. Alles genau wie in der letzten Folge. Genau das gleiche? Irrtum. Ein wesentlicher Unterschied besteht zwischen diesen beiden Graphen und den Graphen von linearen Funktionen, wie Sie sie bereits kennengelernt haben. Diese beiden Graphen dürfen nämlich nicht durchgezeichnet werden. Zwischenwerte, wie hier zum Beispiel, hätten ja auch gar keinen Sinn. 2,5 oder 2¼ Bahnfahrten gibt es nicht. Die Anzahl der Fahrten ist immer eine natürliche Zahl. Für die entsprechenden Funktionen bedeutet das,
dass ihre Definitionsmenge, das heißt die Menge der x-Werte, die Menge der natürlichen Zahlen ist. Die Graphen bestehen aus einzelnen Punkten. Und die Wertemenge, das heißt die Menge der Funktionswerte, kann man als einzelne aufeinanderfolgende Zahlen notieren. Für diese Funktion hier sieht das zum Beispiel so aus. 110, 135, 160, 185, 210 und so weiter. Bei allen Funktionen, bei denen die Definitionsmenge die Menge der natürlichen Zahlen ist, kann man die Funktionswerte als solche aufeinanderfolgende Zahlen aufschreiben. Man spricht in solchen Fällen auch von einer Zahlenfolge oder kurz von einer Folge. Folgen sind Funktionen, deren Definitionsmenge die Menge der natürlichen Zahlen ist. Die Funktionswerte heißen Folgenglieder. Diese spezielle Folge beschreibt, wie wir gesehen haben, einen linearen Wachstumsvorgang. Man kann an ihr gut die charakteristischen Eigenschaften des linearen Wachstums ablesen. Von einem Funktionswert zum nächsten wird immer 25 addiert. Das gilt nicht nur für diese Werte, sondern allgemein für den Funktionswert an jeder beliebigen Stelle x. Für den zu dieser Stelle x gehörenden Funktionswert können wir keine Zahl angeben. Wir haben ihn in Folge 2 allgemein beschrieben durch f von x. Diese Schreibweise drückt aus, dass der Funktionswert f von x abhängt. Die nächste natürliche Zahl nach x ist x plus 1. Der zugehörige Funktionswert wird entsprechend f von x plus 1 genannt. Auch hier gilt, aus einem Funktionswert f von x entsteht der nächste, nämlich f von x plus 1 durch Addition von 25. Dies kann man auch durch eine Formel ausdrücken. Damit diese Formel allgemein gilt, ersetzen wir 25 durch d. Für lineares Wachstum gilt, immer wenn man einen x-Wert um 1 erhöht, muss man zum zugehörigen Funktionswert dieselbe Zahl addieren. Mit dieser Gleichung kann man eine Vielzahl von Wachstumsvorgängen beschreiben und analysieren. Diese Gesetzmäßigkeit gilt jedoch nicht bei jedem regelmäßigen Wachstum. Schauen Sie sich doch dazu einmal folgende Computergrafik an. Auch hier haben wir es mit einem Wachstumsprozess zu tun. Dem kleinen gleichseitigen Dreieck wird ein größeres symmetrisch umbeschrieben. Diesem nach demselben Prinzip wieder ein größeres und so fort. Bei jedem Schritt werden die Seiten der Dreiecke größer. Die Längen der Dreieckseiten bilden eine Folge. Ist das auch ein lineares Wachstum? Wir lassen uns den Graphen dieser Folge einmal in einem Koordinatensystem aufzeichnen. Die Seitenlänge des Ausgangsdreiecks betrage eine Längeneinheit. Jetzt die Seitenlänge nach der ersten Vergrößerung. Nach der zweiten, nach der dritten, nach der vierten. Schauen Sie sich das an, die Funktionswerte liegen diesmal nicht auf einer Geraden. Wir werden darauf gleich noch einmal zurückkommen. Lassen Sie uns aber zunächst noch ein anderes, ziemlich berühmtes Beispiel für wachsende Zahlenfolgen betrachten. Der Sage nach wurde Sessa, der Erfinder des Schachspiels, vom indischen König Sheram dazu aufgefordert, sich eine Belohnung zu wählen. Sessa bat darum, man möge ihm für jedes Feld des Schachbretts Reiskörner geben. Und zwar für dieses erste Feld ein Korn. Bei jedem Schritt von einem Feld zum nächsten solle sich die Körnerzahl dann verdoppeln. Der König empfand diesen Wunsch als ziemlich bescheiden und versprach ihn zu erfüllen. Wir wollen uns einmal die Folge der Körnerzahlen von einem Computer in einem Koordinatensystem darstellen lassen. Den Anfang bildet ein Korn und jetzt wird immer verdoppelt. Beim ersten Schritt, beim zweiten Schritt, beim dritten Schritt, beim vierten Schritt und immer so weiter. Das sieht ja so aus, als ob der gleiche Graph entsteht wie bei den Längen der Dreieckseiten von vorhin. Lassen wir uns zur Kontrolle die Punkte aus dem letzten Beispiel noch einmal ausgeben. Es entstehen in der Tat genau dieselben Punkte. Das kann man sich leicht erklären. Einem Dreieck
wurde das nächstgrößere Dreieck immer so umbeschrieben, dass es sich aus vier gleich großen kleineren Dreiecken zusammensetzt. Die Seitenlänge des nächstgrößeren Dreiecks ist also immer doppelt so groß wie die des kleineren Dreiecks. Gehen wir von einer Seitenlänge von 1 cm für das kleinste unserer Dreiecke aus. Dann erhalten wir die Zahlenfolge 1, 2, 4, 8, 16 und so weiter. Jedes Mal, wenn man einen Schritt weiter geht, verdoppelt sich die Seitenlänge. Es verdoppelt sich also der Funktionswert. Allgemein gelangt man von einem Funktionswert f von x zum nächsten, nämlich f von x plus 1, durch Multiplikation mit 2. Das kann man auch durch eine Formel ausdrücken. F von x mal 2 gleich f von x plus 1. Die Formel f von x mal 2 ist gleich f von x plus 1 gilt auch für die Verdoppelung von Körnern auf einem Schachbrett. Ein Korn, zwei Körner, 4, 8, 16. Bei jedem Schritt mal 2. Wenn man diesen Wachstumsprozess ein Stück weit verfolgt, so stellt man fest, dass die Zahl der Körner auf einem Feld sehr schnell wächst. Am Ende der dritten Reihe müssen bereits 8.388.608 Körner auf ein Feld gelegt werden. Das Schachbrett hat 64 Felder. Wenn man den Verdopplungsprozess bis zum letzten Feld fortführt, so erhält man rund 9 Trillionen Körner auf dem letzten Feld. Eine unvorstellbar große Zahl. Umgerechnet sind es rund 5 Milliarden Tonnen Getreide. Es ist leider nicht überliefert, wie König Sheram reagierte, als er feststellen musste, dass er sein gegebenes Versprechen nicht halten konnte. Auch in unserer heutigen Zeit spielt eine bestimmte Form exponentiellen Wachstums eine umstrittene Rolle. Manch einer verspricht sich von ihm die Lösung vieler existenzieller Probleme. Viele andere dagegen sehen in ihm die größte Gefahr für die Menschheit schlechthin. Ein Uran-235-Kern, der ein heranfliegendes Neutron einfängt, wird unter Energieabgabe gespalten. Die dabei ausgeschleuderten Neutronen sind für weitere Spaltungen zunächst noch zu schnell. Sie werden jedoch durch Stöße mit anderen Atomkernen abgebremst. Wenn nun ein Neutron mit geeigneter Geschwindigkeit wieder einen U-235-Kern trifft, so wird dieser ebenfalls unter Energieabgabe gespalten. Die frei werdenden Neutronen werden wieder abgebremst. Sind genügend U-235-Kerne in der Nähe, so setzen sich die Vorgänge fort. Es entsteht eine Kettenreaktion, die sich lawinenartig ausbreitet. Das ungehemmte Anwachsen der Kettenreaktion führt in kürzester Zeit zu einer Katastrophe. Sie führt zu einer Explosion von unvorstellbarem Ausmaß, wie diese Filmaufnahme vom Abwurf einer Bombe mit Atomkernsprengsatz dokumentiert. Betrachten wir den Zusammenhang zwischen Anzahl der Neutronen und den Spaltungen etwas genauer. Am Anfang, das heißt vor dem ersten Zusammentreffen mit einem Urankern, war ein Neutron vorhanden. Nach der ersten Spaltung stehen zwei Neutronen für weitere Spaltungen zur Verfügung. Nach der zweiten vier Neutronen und so fort. Die zum Graphen dieser Folge gehörige Wertetabelle sieht so aus. Betrachten wir sie etwas genauer. Sie zeigt, dass wir nach der zweiten Spaltung 4 oder 2 hoch 2 Neutronen haben. Nach der dritten Spaltung sind es 8 bzw. 2 hoch 3 Neutronen und so weiter.
Nach der ersten Spaltung waren es 2 Neutronen. Dafür können wir auch schreiben 2 hoch 1. Und zu Beginn hatten wir 1 Neutron. Dafür schreiben wir 2 hoch 0. Allgemein gilt, nach der x-ten Spaltung sind es 2 hoch x Neutronen. Dies ist die Zuordnungsvorschrift für das gezeigte Wachstum. X wird zugeordnet 2 hoch x. X ist dabei eine natürliche Zahl. Weil x hier im Exponenten steht, nennt man dieses Wachstum exponentielles Wachstum. Kennzeichnend für exponentielles Wachstum ist, immer wenn man einen x-Wert um 1 erhöht, muss man den zugehörigen Funktionswert mit derselben Zahl multiplizieren. Exponentielles Wachstum hat die Eigenschaft, dass die Funktionswerte sehr schnell zu sehr großen Zahlen anwachsen, wie Sie am Beispiel der Kettenreaktion gesehen haben. In einem Modell können Sie das noch einmal erleben. Die Mausefallen stellen die Urankerne dar, die Tischtennisbälle die Neutronen. Die Zeitlupenaufnahme zeigt, wie vehement der Vorgang abläuft. Exponentiell wächst nicht nur die Anzahl der Neutronen bei einer Kernspaltung. Exponentiell wächst auch Ihr Sparguthaben auf der Bank. Wenn Sie dies noch nicht im gewünschten Umfang erlebt haben, so liegt das nur daran, dass sich Ihr Kapital nicht von Jahr zu Jahr verdoppelt. Der Wachstumsfaktor also nicht 2 ist. Nehmen wir einmal an, um besser rechnen zu können, der Zinssatz betrage 10%. Zahlt jemand am Anfang eines Jahres zum Beispiel 1.000 D-Mark auf ein Sparkonto, so werden am Ende des Jahres die Zinsen zum Kapital addiert. Und im folgenden Jahr wird das neue Grundkapital wiederum mit 10% verzinst. Man erhält somit im zweiten Jahr auch von den Zinsen des ersten Jahres Zinsen. Man nennt so etwas Zinseszinsen. Diesen Sachverhalt kann man grafisch veranschaulichen. Vergleichen wir einmal das Kapital zu Beginn eines Jahres mit dem Kapital im Beginn des nächsten Jahres. Nehmen wir an, die Länge dieser Strecke entspricht dem Kapital am Anfang eines Jahres. Am Ende des Jahres werden hiervon 10% berechnet und zum Kapital addiert. Das heißt, die Strecke muss um ein Zehntel verlängert werden. Das kann man abmessen. 40 Zentimeter, das heißt, es kommen 4 Zentimeter hinzu. Diese Strecke entspricht also dem Kapital am Anfang eines Jahres und diese den Zinsen. Diese Länge entspricht dem Kapital plus den Zinsen, also dem Kapital zu Beginn des nächsten Jahres. Und das gilt für jedes Kapital. Auf dem Gummiband bleiben die Längenverhältnisse nämlich erhalten. Immer ist dieser Abschnitt 10% von diesem. Mit diesem Gummiband kann man nun zeigen, wie der Graph Schritt für Schritt entsteht. Zu Beginn des ersten Jahres haben wir ein Grundkapital von 1.000 D-Mark. Dieses wird am Ende des ersten Jahres mit 10% verzinst. Wir erhalten ein neues Grundkapital zu Beginn des zweiten Jahres. Dieses wird am Ende des Jahres wieder mit 10% verzinst. Am Anfang des dritten Jahres haben wir dieses Grundkapital. Am Ende des Jahres erfolgt wieder die Verzinsung. Wieder ein neues Grundkapital zu Beginn des vierten Jahres. Wieder die Verzinsung am Ende des Jahres und so weiter. Durch das Arbeiten mit dem Gummiband konnten Sie erleben, wie der Graph schrittweise aufgebaut wird. Punkt für Punkt baut auch der Computer den Graphen auf, wenn er das Bildungsgesetz kennt. Nur viel, viel schneller. Die Frage lautet, wie sieht das Bildungsgesetz aus? Zu jedem Kapital, das heißt zu jedem Funktionswert f von x, kommen 10%, also ein Zehntel von f von x dazu. Das ist der neue Funktionswert f von x plus 1.
Hier kann man noch f von x ausklammern und erhält in der Klammer 1 plus 1 Zehntel. Dies zusammengefasst ergibt 1,1. Es gilt also, f von x mal 1,1 ist gleich f von x plus 1. Damit haben wir das Bildungsgesetz für das Wachstum eines Kapitals mit Zinseszinsen bei einem Zinssatz von 10%. Dieses Bildungsgesetz hat genau die Form für exponentielles Wachstum, wie wir es vorhin entwickelt haben. Der Wachstumsfaktor ist hier 1,1. Das ist also der gesuchte Graph. Sie erkennen an diesem Graphen übrigens ein weiteres Charakteristikum exponentiellen Wachstums. Bei kleinen x-Werten ist der Zuwachs relativ gering. Erst bei größeren x-Werten setzt das vehemente Anwachsen der Funktionswerte ein. Wenn Sie also Ihr Kapital nur lange genug auf dem Sparbuch lassen, werden Sie in den vollen Genuss exponentiellen Wachstums kommen. Das ist hier ganz anders als beim linearen Wachstum, das wir zu Beginn dieser Sendung betrachtet haben. Nehmen wir einmal an, zu einem Guthaben von 1000 D-Mark werde jährlich ein Betrag von 300 D-Mark hinzugefügt. Eine Verzinsung erfolge nicht. Den Graphen dieser Folge lassen wir uns einmal zusätzlich ausgeben. Am Anfang sind es 1000 Mark. Nach dem ersten Jahr sind es 1300 Mark. Nach dem zweiten Jahr 1600 Mark und so weiter. Vergleichen Sie die beiden Graphen. Beim linearen Wachstum nimmt der Funktionswert über den gesamten Zeitraum gleichmäßig zu. Beim exponentiellen Wachstum wird die Zunahme des Funktionswerts immer größer. Bei der Beurteilung eines Wachstumsprozesses muss man deshalb sehr genau prüfen, welche Art von Wachstum vorliegt. Abwässer, die in diesen See eingeleitet werden, begünstigen das Wachstum der Algen. Hier liegt ein exponentielles Wachstum vor. Beobachtet man das Wachstum, wenn sich die ersten Algen zeigen, so wird man sich leicht beruhigen lassen, da der Wachstumsprozess nur sehr, sehr langsam voranschreitet. Was aber nach einer gewissen Zeit bei exponentiellem Wachstum passiert, das wissen Sie genau. Wenn nicht Abhilfe geschaffen wird, ist sehr bald der ganze See von Algen bedeckt. Auch die Vermehrung im Tierreich verläuft exponentiell, wenn nicht dämpfende Faktoren dies bremsen. Solche wachstumshemmenden Einflüsse sind zum Beispiel Krankheiten, Ernährungsprobleme, Aggressionen unter den Artgenossen. Sie treten umso massiver auf, je größer die Population ist. Wir wollen nun nach dem linearen und exponentiellen Wachstum noch ein Wachstum, bei dem diese zusätzlichen Bedingungen wirken, mathematisch beschreiben. Wie könnte der Graph eines solchen Wachstums aussehen? Gehen wir von einer Population von 6000 Individuen aus. Normalerweise wird sich die Zahl von Jahr zu Jahr nach dem Gesetz des exponentiellen Wachstums vergrößern. Am Anfang etwas weniger stark und dann immer rasanter. Sie kennen das ja bereits. Je mehr Individuen existieren, umso mehr werden aber auch die dämpfenden Faktoren durchschlagen. Das heißt, das Wachstum wird sich wieder verlangsamen. So etwa. Man nennt so eine Zunahme logistisches Wachstum. Für exponentielles Wachstum kennen wir bereits eine mathematische Beziehung. Wenn wir annehmen, die Population wachse jährlich um die Hälfte des gerade vorhandenen Bestandes an, so ist der Wachstumsfaktor 1,5. Und es gilt die Beziehung f von x plus 1 gleich f von x mal dem Wachstumsfaktor 1,5. f von x ist dabei die Anzahl der im Jahr x vorhandenen Individuen. Die Anzahl im darauffolgenden Jahr x plus 1, also f von x plus 1, berechnet man durch Multiplikation mit 1,5. Dieser Wachstumsfaktor ist bei logistischem Wachstum nicht konstant. Damit sich ein solcher Verlauf der Kurve einstellt, muss er schrittweise kleiner werden. Was bedeutet das für unsere Gleichung? Nun, hier steht der Wachstumsfaktor. Beginnend bei 1,5 wird er von Jahr zu Jahr
immer kleiner. Das heißt, es muss schrittweise etwas von 1,5 subtrahiert werden. Je mehr Individuen, umso mehr muss subtrahiert werden. Wie viel hier subtrahiert werden muss, hängt also anteilig von der Anzahl der gerade vorhandenen Individuen ab. Nehmen wir an, dieser Anteil betrage immer ein Hunderttausendstel der gerade vorhandenen Lebewesen f von x. Schauen wir uns diese Formel noch einmal an. Die Anzahl der Lebewesen im Jahr x plus 1 errechnet sich aus der Anzahl der Lebewesen im Jahr zuvor, f von x, mal diesen Faktor. Dieser Faktor ist nicht konstant, er ändert sich von Jahr zu Jahr. Lassen wir uns vom Computer einmal die zugehörige Wertetabelle ausgeben. In der ersten Spalte stehen die Jahre. In der zweiten Spalte kann man die Anzahl der jeweils vorhandenen Individuen ablesen. Wir haben uns den Vorgang einmal für 15 Jahre berechnen lassen. Sie sehen, dass die Population wächst, sich das Wachstum aber im Laufe der Jahre verlangsamt und dass etwa ab dem 12. Jahr kaum noch von Wachstum gesprochen werden kann. Lassen wir uns in einer weiteren Spalte die Prozentsätze, mit denen sich die Population jeweils vermehrt, anzeigen. Sie sehen, dass der Prozentsatz von Jahr zu Jahr kleiner wird. Im dritten Jahr beträgt er zum Beispiel 1,378%, im vierten nur noch 1,332% und im zwölften Jahr ist er bereits auf 1,009% abgesunken. Je größer die Population, umso kleiner der Wachstumsfaktor. Um uns einen grafischen Überblick über den Verlauf der Entwicklung zu verschaffen, schauen wir uns einmal den Funktionsgraphen an, der dem von uns eben entwickelten Bildungsgesetz entspricht. Sie sehen, mit unserer Formel haben wir den erwarteten Verlauf des logistischen Wachstums recht gut getroffen. Dieser Teil der Formel sorgt also dafür, dass der Wachstumsfaktor mit zunehmender Individuenzahl abnimmt. Die 0,00001 war relativ willkürlich gewählt. Sie hängt von den Lebensbedingungen der Population ab. Sind die Bedingungen widriger als angenommen, so wird an dieser Stelle in der Formel eine größere Zahl stehen. In der Praxis gewinnt man diese Zahl aus Beobachtung bzw. aus Erfahrung. Sie haben jetzt drei verschiedene Arten des Wachstums kennengelernt. Lineares, exponentielles und logistisches Wachstum. Das sind aber noch nicht alle Möglichkeiten. Eine nicht unbedeutende Rolle spielen in der Praxis unter anderem quadratische Wachstumsvorgänge. Hierauf werden wir in einer späteren Folge eingehen. Und damit auf Wiedersehen.